Und damit auch schon wieder ein episches Hallo zu World of Warcraft. Heute im tiefen Pool plus 12. Nicht wundern, dass wir hier als Gruppe drin sind, also beziehungsweise als Schlachtzuggruppe. Die haben das vorher umgestellt, keine Ahnung warum. Dementsprechend haben wir hier nicht alles so im Überblick. Da beziehungsweise sind die Gruppen viel kleiner gestaltet. Das muss man unterbrechen. Geht und Gabe. Oh. Und das muss man unterbrechen. Ich hatte da vorne natürlich schon alles gepult wieder, ey. Verbreche jetzt einfach mal pauschal so. Okay, der Waffenkrieger hat sehr viel drauf. Spiegel. Und direkt drauf da. Frosch hätte ich glaube ich erst gegen den zweiten Boss eingesetzt, aber na. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob der erste unbedingt den Kapfrosch verdient hat. Der ging ja jetzt schon recht wild runter. Digga, schreibt auch My Bad. Ich weiß gar nicht, warum sein, was er gemacht hat. Du musst zuerst etwas anvisieren. Okay, der Krieger hat den unterbrochen, welcher? Holt auch direkt da die Gruppe schon mit. Plus minus wird es dem Geschäft nicht abnehmen, wenn wir hier auch mal schon mal gepult haben. Habe ich schon mal mein Kreuzzug rausgeschmissen. Das war dem Boss aus. Oder wir machen jetzt erst den zweiten
Den dritten und machen bei dem jetzt dann Kampfausgleich. Setze ich mal ein. Gestern kann man die nicht. Ich kann die nicht unterbrechen. Jetzt. Okay, Flug kann ich nicht wegnehmen. Muss mal kurz warten. Ich kann auch nicht sehen, wie viel Mana der Heiler hat. Was der Tank natürlich im Auge behalten sollte, weil ich pull ja nicht. Na, Schockwelle schön in die Pilze rein, wenn wir anvisiert sind, in die Pilze rein. Pauschal immer mal bewegen, um zu gucken, ob... Oh. Ob das... was auf euch zeigt, ob auch wirklich auf euch zeigt. Aber der Tanz mit den Kugeln. Einer ist gestorben. Und ich kann keinen wiederbeleben. Okay, jetzt lebt nur noch der Tank und ich. Genau richtig die Bubble gerade gezogen, deswegen ist es egal, wenn was durch mich durchschlüpft. Pass auf, wir bleiben jetzt auf ihn. Und haben ihn noch gekillt. Ich hoffe, ich habe jetzt meine Skillness auch bewiesen, dass ich es voll drauf habe. Der Tank natürlich auch, weil er auch mit überlebt hat.
So, mein Peiniger ist da nicht. Bis der Bossfight losgeht, habe ich da auch wieder meinen Kreuzzug bereit. Jetzt haben wir. Oh, ich habe die Bubble weggestunt, nicht den hier. Aber egal, ist tot. Puh. Das ist schon anstrengend. Und verstaut zwar noch einen Moment. Ich kann sagen, wo bleibt der Kampfrosch, aber der war noch nicht bereit und ich glaube, wir benutzen den jetzt für den Endboss. Ein paar von den Viechern können gerne kommen. Okay, Heldenturm haben wir. Oder Kampfschrei, Kampfrausch. Weil wir einen Allianzheiler haben, ist das dann Heldenturm. Kann ich mitleben. Ah, jetzt habe ich das falsch missklickt. Mit dem Keybind wäre mir das niemals passiert. Wahrscheinlich eher doch. Ihr könnt gerne auch ein paar Blutdinger rauskommen lassen. So, 16 Minuten für den Endboss sollten wohl erreichen, aber ich sehe schon den Tank und mich wieder da allein stehen. Gott sei Dank doppelt dann. Dann war es ein bisschen useless, aber egal. Lieber einmal zu viel wie einmal zu wenig. Ja. Ach, falscher Zauber. Ich weiß nur, weil der Typ hinter mir so hinterhergerannt ist. Ich wollte eigentlich nur mein normales Schild machen.
Ja. Oh, Gott sei Dank. Nicht weitergelaufen. Aber der Schamane hat sein Totem gut eingesetzt gehabt, gerade eben. Ich bin begeistert von der Gruppe. Ach, wir müssen noch einen machen. Ja, okay. Zack. Okay, 13 Minuten für den Endboss. Weil er muss erstmal Schaden bekommen, dass er die nicht hat droppt. Also sie sind das Einzige, was wir brauchen. Und die kommen jetzt. Irgendwo. Wo sind sie? Ah, da bei den Titanen ist einer. Und einer da drin. Mal ein paar von den Kugeln auch weg. Ja, und dann haben wir es doch geschafft. Und jetzt droppt das Reittier für mich. 43er Wertung dazu. Richtig nice. Gucken wir nochmal, was hier drin ist. Und es ist nur Gold. Platte mit kritisch Meisterschaft und nochmal Kettehosen für den Schaman. GZ dazu. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Und das war der Tiefenpfuhl plus 13. Stufe 12. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Instanz. Bis dann. Ciao, ciao.